Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Hypervisor oder Kern Server installieren und konfigurieren, wie Sie eine virtuelle Maschine erstellen, ein Snapshot des Systems machen und die Maschine in ihrem vorherigen Zustand wiederherstellen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von einer virtuellen Servermaschine wiederherstellen können, wenn diese versehentlich gelöscht wurden, wenn die Maschine nicht mehr startet oder wenn beim Booten ein Fehler auftritt, der nicht gehoben werden kann. Citrix Hypervisor Kernserver ist eine Virtualisierungsplattform, auf der eine von Citrix entwickelte spezielle Version von Linux läuft. Mit dieser Plattform können Sie mehrere virtuelle Maschinen auf einem einzigen Hardware-Server ausführen. In diesem Hypervisor können Sie virtuelle Maschinen erstellen, Snapshots von Festplatten erstellen und die Arbeitslasten virtueller Maschinen verwalten. Wie andere Virtualisierungsprodukte ist es nicht perfekt, es kann zu Abstürzen und anderen Situationen kommen, die zu Informationsverlusten führen. Infolgedessen stellt sich die Frage, wie die Daten wiederhergestellt werden können. Im folgenden Video wird die Wiederherstellung aus der virtuellen Maschine den Ex-Hypervisors im Detail behandelt. Zunächst wollen wir uns die Installation dieses Hypervisors ansehen. Bei der Installation von Client Servers 8 sind einige Dinge zu beachten. Erforderlich ist ein 64-Bit Intel VT oder AMD Webprozessor auf Basis der x86 Architektur. Wenn Sie vorhaben, virtuelle Windows-Maschinen auszuführen, muss die Hardware-Virtualisierungstechnologie Intel VT oder AMD V im BIOS aktiviert sein. Außerdem müssen Sie vor der Installation den X-Hypervisors das Installation Image von der Citrix-Webseite herunterladen. Rufen Sie dazu die Citrix-Download-Seite auf. Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü Citrix Hypervisor Handserver und dann die neueste Version 8.2 RTSR aus. Für den Download ist eine Registrierung erforderlich. Installieren Sie das Image über eine Remote-Manager-Konsole wie iMIMI, ILO und so weiter. Auf Ihrem Server oder erstellen Sie einen bootfertigen USB-Stick. Starten Sie den Server und booten Sie von Flash-Laufwerk, um den Installationsvorgang zu starten. Wählen Sie im Bootfenster die Option Installieren. Wählen Sie im ersten Schritt das Tastaturlaut aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. Wenn Sie im nächsten Schritt einen bestimmten Gerättreiber laden müssen, drücken Sie F9, andernfalls drücken Sie OK, um fortzufahren. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung oder akzeptieren Accept Euler. Wählen Sie dann das Laufwerk aus, auf dem Sie die Citrix Hypervisor Software Client Server installieren möchten. Da ich von einem lokalen Laufwerk installiere, wähle ich Local Media aus der Liste als Quelle aus und klicke auf OK, um fortzufahren. Bei der Installation von CD-DVDs wird empfohlen, den Datenträger zu prüfen, andernfalls wird die Prüfung übersprungen. OK. Legen Sie das Kennwort für das Root-Konto fest und klicken Sie auf, geben Sie es zur Bestätigung erneut ein OK. Der nächste Schritt besteht darin, die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren, automatische oder statische IP auszuwählen, eine Maske und ein Gateway hinzuzufügen, OK. Legen Sie als nächstes die Einstellungen für den Hostnamen und den DNS-Server fest, OK. Ort angeben, OK statt OK. Wählen Sie NP für die Zeitsynchronisation und drücken Sie OK, um fortzufahren. Schließlich installiert Citrix Hypervisor, um die Installation zu starten, wobei alle auf der Festplatte verbliebenen Daten gelöscht werden. Am Ende der Installation werden Sie aufgefordert, weitere Pakete zu installieren. Wenn Sie sie nicht benötigen, klicken Sie auf Nein, um die Installation abzuschließen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werfen Sie die Installationsdiskette aus und drücken Sie die Eingabetaste, um das System neu zu starten. Sobald der Server hochgefahren ist, können Sie für Klientrechner aus eine Verbindung zu ihm herstellen. Geben Sie dazu die IP-Adresse des Servers in Ihrem Browser ein und zeigen Sie sie im Hypervisor-Fenster an. Um den Server zu verwalten, laden Sie Hackcenter herunter und installieren Sie es, indem Sie den Link aus der heruntergeladenen Seite folgen.
Führen Sie das Dienstprogramm aus und fügen Sie dann unseren Server hinzu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste hier Hack Center und wählen Sie hinzufügen. Geben Sie die IP-Adresse des Servers, den Administratornamen und das Passwort ein. Hinzufügen. Wir haben uns erfolgreich mit dem Server verbunden. Sie können nun virtuelle Maschine erstellen, das Hostnetzwerk und den Speicher verwalten und so weiter. Zur Installation eines Betriebssystems für eine virtuelle Maschine benötigen Sie einen Installationsdatenträger oder eine ISO-Datei. Ich werde ein ISO-Image verwenden. Dazu müssen Sie ein Repository erstellen, in dem das ISO-Image des Betriebssystems gespeichert ist. Verbinden Sie sich dazu über HGH mit dem Server und erstellen Sie einen lokalen Ordner auf dem Server, in dem Sie folgenden Befehl ausführen. Als nächstes erstellen Sie ein Repository über den Storage Manager mit wobei Name Label URL SO der Name des Repositories ist. Nach der Ausführung des Befehls wird ein neues Repository im GUI-Fenster angezeigt. Um Bilder auf den Server hochzuladen, verbinden Sie sich mit dem Server über SFTP und kopieren Sie das Bild in diesem Ordner. Um die Bilder zu aktivieren, gehen Sie zu KL Storage und klicken Sie auf die Schaltfläche Rescan. Danach wird das Bild in der Liste angezeigt. Auf die gleiche Weise wird alles, was im lokalen Repository installiert wurde, zur Download-Liste der virtuellen Maschine hinzugefügt. Sie können nun das heruntergeladene Image auswählen und es auf der neuen virtuellen Maschine installieren. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, klicken Sie in Xen-Center auf die Registerkarte New VM. Wählen Sie das Betriebssystem, das Sie installieren möchten und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie einen Namen für die zukünftige virtuelle Maschine an. Weiter. Wählen Sie das Installation Medium, ein ISO-Image aus dem zuvor erstellten Repository, Weiter, Next. Wählen Sie den Server, auf dem Sie eine virtuelle Maschine erstellen möchten und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Anzahl der Prozessoren und das Arbeitsspeicher, die der virtuellen Maschine zugewiesen werden sollen, weiter Next. Stellen Sie dann die gewünschte Speichermenge ein und klicken Sie auf Weiter Next, wenn Sie eine weitere Netzwerkverbindung hinzufügen möchten, weiter Next und jetzt erstellen und zu erstellen. Das Gerät wird dann in der Liste angezeigt, das Gerät wird automatisch gestartet und die Installation des Betriebssystems beginnt. Führen Sie die Standardsysteminstallation durch und das Gerät ist einsatzbereit. Mit dem Hypervisor können Sie Snapshots des Zustands einer virtuellen Maschine erstellen. Das Erstellen und Verwalten von Snapshots erfordert einen Menge freien Speicherplatz, mehr als das Doppelte der Größe der virtuellen Maschine. Wenn wir eine Maschine auf einen Speicherplatz anlegen, der nicht genügend freien Platz hat und einen Snapshot erstellen, wird dieser den gesamten Speicherplatz belegen. Wenn wir versuchen, ihn zu löschen, wird der Speicherplatz nicht wiederhergestellt, aber der Snapshot ist weggelöscht. Ein Snapshot ist eine momentane Aufnahme des Zustands des Rechners zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit. Solche Snapshots können helfen, versehentlich gelöschte Dateien oder Systemeinstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots wiederherzustellen. Um einen Snapshot zu erstellen, wählen Sie eine virtuelle Maschine aus, gehen Sie auf die Registerkarte Snapshots und klicken Sie auf Take Snapshot. Geben Sie einen Namen für den Snapshot an, wenn Sie eine Beschreibung benötigen und klicken Sie auf Take Snapshot. Der Snapshot wird dann in dieser Liste angezeigt. Um zu einem bestimmten Snapshot des Systems zurückzukehren, wählen Sie ihn in dieser Liste aus und klicken Sie Zurückkehren zu. Aktivieren Sie das Kontrollkettchen, ob Sie einen Snapshot des aktuellen Zustands des Geräts wünschen und drücken Sie auf Ja, Yes. Das System kehrt dann in den vorherigen Zustand zurück. Sie können den gewünschten Snapshot anhand des Datums und der Uhrzeit identifizieren.
Wenn die virtuelle Maschine nicht startet oder einen Fehler gibt, der beim Start nicht behoben werden kann oder der Serverabsturz, dann verwenden Sie Hetman Partition Recovery, das ist Rettungssoftware. Sie unterstützt die Wiederherstellung von Daten von virtuellen Festplatten in verschiedenen Hypervisors, einschließlich CityXN. Standardmäßig verwendet CityXN Server LVM Speicher für virtuelle Maschinen auf lokalen Speicher. Diese Speicheroption hat viele Vorteile gegenüber VHD-Dateien, aber manchmal ist es notwendig, einen dateibasierten Speichermodus ähnlich wie bei VMware XX zu verwenden, um gemeinsamen Speicher zu erstellen, was zu einer Reihe von Schwierigkeiten im Wiederherstellungsprozess führen kann. Wenn Hetman Partition Recovery mit dem physischen Laufwerk verbunden ist, auf dem sich die Dateien der virtuellen Maschine befindet, werden die Laufwerke aller virtuellen Maschinen angezeigt. Um zu sehen, welche virtuellen Festplatten zu einer bestimmten virtuellen Maschine gehören, müssen Sie auch demselben Befehle ausführen, um die UID der virtuellen Maschine, die UID der Festplatte und die UIDSR des Repositories zu finden. Verbinden Sie sie dazu über SSH mit dem Server und geben Sie den ersten Befehl ein. XIVM-List. Als Ergebnis haben wir die UID der virtuellen Maschine. Jetzt können wir die verbundene Festplatte mit dieser UID sehen, indem wir den folgenden Befehl ausführen. Am Ende ist die UID der virtuellen Maschine. Dadurch erhalten wir die UID des virtuellen Laufwerks, die verwendet wird, um die UID des SR-Repositories zu finden. Jetzt können wir feststellen, zu welchen virtuellen Maschinen ein bestimmter Datenträger gehört und sie in einem Programm identifizieren. Schließen Sie die Serverlaufwerke an einen Windows-Computer an, laden Sie die Software herunter, installieren und starten Sie sie. Hetman Partition Recovery zeigt alle Festplatten der virtuellen Maschine im Manager an. Wählen Sie den Datenträger aus, auf dem sich die wiederherzustellenden Dateien befinden, indem Sie mit der Rechnermaustaste darauf klicken und öffnen Quellen. Wählen Sie als nächstes die Herder-Analyse aus, schneller Scan. Wenn das Programm die gewünschte Datei nicht findet, führen Sie vollständige Analyse aus. Klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Reanalyse. Vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem an. Weiter. Geben Sie zu dem Ordner, in dem die Dateien gespeichert waren. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk und den Ordner an, in dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden sich die Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Wenn Ihr XN-Server mit RAID gebaut wurde, müssen Sie die Hetman RAID Recovery Software herunterladen. Die Software erstellt automatisch ein RAID aus dem Laufwerken. Sie müssen nur noch eine Analyse durchführen. Und auf die Ergebnisse warten. Hetman RAID Recovery unterstützt die meisten der gängigen RAID-Typen. Um das Auffinden der benötigten Dateien zu erleichtern, verfügt jedes Programm über eine kanalisierte Suchfunktion für Dateinamen. In der Vorschau können Sie auch den Inhalt der Dateien sehen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft.
der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.